Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's Onkel Bogi und ich bin der Heimwerkerkönig. Schaut mal, ich bin hingegangen, habe hier den Weidenkorb hingeschmissen, habe uns Bretter, Hölzer, Stöcke und alles hier hingelegt und obendrein hier noch ein bisschen Stoff irgendwo. Da Leinengarn, bam, auf dem Boden damit. So, die Wolle tun wir auch mal hier rein, weil man weiß nie, wofür man sie mal gebrauchen kann. Ist nicht? Was? Halt. Doch, ist. So, darüber. Okay, und zwar hatten wir gesagt gehabt, dass wir uns doch ein bisschen dem Thema Dekorateur. Was ist denn eigentlich mit Vorhängen? Das ist, ja okay, das haben wir ja alles schon. So, guck mal, Leinengewebe und Leinengarn. Okay, das haben wir alles nicht, aber, oh geil, guck mal, die kannst du an der Schnur, das ist noch richtig geil, nee, das ist nur so festgedreht, oder, mit der Kordel. Oder ist es so, dass du an der Schnur ziehst und dann geht der Vorhang auf, das wäre ja richtig geil. Muss man es ja unterscheiden wegen offen und zu. Einfach ist es dann dauerhaft zu. Das müssen wir mal bei einem anderen Haus ausprobieren. Aber wir können hingehen. Ist hier oben keine Deko-Möglichkeit. Hier kann man einfach nur die Tür oder was denn bei Wand. Ach guck mal, wir können Regale oben drüber machen. Bretter und Holzstämme. Eine Kerze über die Tür. Macht eine Kerze über der Tür Sinn? Eher macht so ein großes Regal Sinn, oder? Hier Bretter und Holzstamm, das ist geil. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Deko bei uns in der Bude. 15, ich will gucken, dass ich nicht zu sehr überladen bin, wenn ich das aufhebe. Ah, geht noch. Okay. Wand. Geht nicht. Achso, ja. Wir haben hier kostet uns 14.000. Ja, also, was heißt kostet uns 14.000? Nein, wir haben 14.000. Wir schalten jetzt die Sachen mal frei. Boah, das war teuer. 1.000. Guck mal, es hat uns 1.000. Was hat es jetzt gekostet? 1.400, das Ganze. Guck mal, das kann man jetzt dann. Kann man das dann dekorieren? Dass man aussucht, was da drauf kommt auf die Wand? Die Tür haben wir schon gemacht. Okay. Ist jetzt die Frage. Sollten wir hier vielleicht an die Wand über dem Bett eine Kerze hinmachen? Was gibt's denn da alles? Sollen wir erstmal alles freischalten? War 500, 1250, 2250, 2350, 2850. 3000 kostet uns der Spaß. Ey, egal. Weißt du was? Ich will das haben. Ich will das alles haben. So, jetzt haben wir hier eine Kerze. Eisenbarren, die habe ich auch einstecken. Und jetzt ist die Frage, ist es abends an? Wie müssen wir uns mit der Fackel entzünden? Könntest du jetzt hier, warte mal. Ist das einfach jetzt nur so eine Kerzendeko oder ist die nachts an? Das müssen wir noch rausfinden. So, was? Hier könnten wir, gibt es eigentlich Tische für hier auf den Boden zu stellen? Warte mal, wie ist es denn hier bei der Technologie? Lass uns mal schauen. Das sind die Sitzbaumstümpfe. Gibt es auch einen normalen Stuhl für drin? Aber Vorhang? Der ist noch gar nicht erforscht gewesen, der Vorhang. Ah jo. Blumentopf aus Ton. Ey, wir geben gerade momentan Standfackel. Da brauchen wir dann später. Boah, ich bin verrückt, gell, Leute? Ich bin verrückt! Was gibt's denn hier? Verstärkte Holztür? Strohhimmel. Typ of Decoration provides aesthetic value can be fixed on ceiling. Wollen wir auch haben. Haus. Blumentopf aus Holz. Blumenhimmeli. Ey, das ist geil. Was gibt's hier noch? Wir sind gerade voll verrückt. Hängelaterne. Will ich auch haben. Strohkranzhimmeli. Ey, wir sollten echt aufpassen. Wir kommen langsam hier in kritischen Bereich, gell, von der Kohle. Und das brauchen wir fürs Dorf auf jeden Fall. Aber da brauchen wir Wolle. Das verkaufen wir jetzt mal nicht. Wofür ist das hier? Type of Decoration provides aesthetic value can be fixed to ceiling. Warum unterscheidet der dann für welches? Wir haben doch jetzt. Ist es dann wirklich für in der Mine anzubringen? Nein, oder? Bauhütte, großes Blut. Wobei? Das sind alles so Unterschiede. Das können wir noch nicht kaufen hier, weil wir das Gebäude noch nicht haben. Wie sieht es denn sonst hier aus? Das sind ja wirklich, das sind die Tränke. Fischernetz. Würde ich auch mal gerne bauen. So, zack. Mittleres Fischernetz. Das sind Tränke. Großes Fischernetz. Das ist dann hier, ist dann nichts an Deko drin. So, kleiner Weidenkorb. Oh, Quark. Schmiede müssen auch bei Gelegenheit mal Näherei.
Das sind dann die anderen. War in der Werkstatt? Das sind ja alles hier so Deko-Sachen. Fackel, ist es die normale Fackel zum Tragen? Tonflasche, Tonkrug, mittlerer Weidenkopf, das sind Deko-Gegenstände, ja. Turmvase mit Löwenzahn. Ey, cool, für die Blumen auf die Tische zu stellen. Kostet, ey, ganz ehrlich, kostet 10. Jo, komm mal her. Für 10 Münzen, da überlegen wir doch nicht lang. Das nehmen wir einfach mal. Das sind wieder Werkzeuge. Das sind die Rucksäcke und so. Brote, Marktstand, Werkstatt. Weidenkiste. Oh, ein Holzrad, das ist ja geil. Bierflasche, Metflasche. Eisenhacker. Hufeisen, das brauchen wir doch auch für unser Pferd dann. Können wir auch schon mal lernen. Oh Mann, ich gebe so viel Geld aus, Leute. Das ist wie, keine Ahnung. Ich will jetzt keine Vergleiche machen, aber ihr kennt das bestimmt, oder? Es gibt Menschen, die geben Unmengen aus. So, und jetzt gehen wir mal auf Dekoration. Was gibt's denn jetzt hier Schönes? Kann ich hier innen drin ein Lagerfeuer hinbauen? Warte mal, Sitzgelegenheiten. Guck mal, man kann das nicht hier reinstellen. Ich will eigentlich hier innen drin ein paar Möbel drin haben. Das geht nicht. Dekoration, wie ist es mit Tischen? Gibt Hindernisse. Okay, hier wird es gehen, aber man kann den hier nicht reinstellen. Das geht nicht. Schade. Ich hätte ganz gerne echt Möbel hier drin. Das kostet Stein, das kostet Ton. Kann man das hier drin hinstellen dann? Aber auch die hölzerne Bank, das geht nicht. Schade. Weil die sitzen dann im Boden so unter dem Bett. Die Köpfe, die uns beobachten bei all dem, was wir im Bett machen. Mhm. Ja, leider können wir das nicht machen. So, aber wie sieht es denn jetzt aus mit dem Fenster dekorieren? Wir haben doch jetzt was gelernt hier. Das hier würde uns Leinen, Gewebe und Leinen, Garn. Das Problem ist, es wird immer unser Leinen, Garn wird immer zu Gewebe. Oder wie rum ist es denn? Leinen. Ist es auf dem Boden? Liegt das irgendwo rum, oder? Da liegt es. Wir haben Leinen, Garn. Daraus könnten wir Leinen, Gewebe machen. Das heißt, wir könnten das schon machen. Aber passt mal auf, wir machen doch hier eine Fackel an die Wand. Weil dann kann man hier hingehen und an der Kiste. Ach, guck mal. Wieso denn? Ach, 18 Uhr. Wie geil, oder? Da können wir ein bisschen Licht hier ins Dorf bringen. Guck mal, er geht weg. Der Typ geht weg, oder was? Der mit dem Schmuckhändler. So, was brauchen wir hier neben? Brauchen wir hier an der Wand noch irgendwas? Guck mal, das ist unsere Kochecke. Hakenleiste. Das muss neben die Tür. Warte mal. So eine Hakenleiste. Ach, das geht hier nicht hin. Schade, das wäre ja richtig cool neben der Tür, dass wir so Klamotten innen aufhängen könnten. Na, hier vielleicht. Passt mal auf. Überm Gästebett. Doppelregal. Wollen wir denn nicht? Wie will die Hakenleiste? Kann man da jetzt irgendwas. Da kann man jetzt irgendwie. Ich würde mal gerne wissen, ob man da was dranhängen kann. So, und was ist mit der. Die hölzerne Dachboden. Ah, wie geil! Guck mal, da kannst du hier. Was ist das? Da haben wir die Materialien nicht für. Strohkranzzimmer, die. Wie geil! Ist es dann so? Aber welche Position ist es dann? Wo macht er das denn hin? Eine Laterne in die Mitte reinhängen. Leder, Leinengarn und Stöcke. Warte mal, Leder und Leinengarn und Stöcke. Gut, wir müssen wegen dem Leder gerade mal hoch. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Übrigens, was ich gesehen habe, genau, schaut mal. Hier, klein Grunzbert. Die großen Grunzis sind hier schon am Schlafen und die haben wieder Nachwuchs bekommen. Oh, der schafft es nicht hier hoch, der ist noch zu klein. Komm, geh da hoch. Habt ihr genug Futter? Sieht gut aus. So, Leder. Leder und weiteres Leinengarn vielleicht noch. Leinengarn. Jo, komm, gib her. Oh, wobei, ich muss vorsichtig sein, gell? Wir brauchen das gegebenenfalls auch mal wieder für so Angelsachen und sowas. Leinengarn und Leder. Oh, wir haben auch kaum noch Leder. Ist krass, wer... Wir sind so richtig arm dran schon wieder. Ein paar Stöcke. Ach, die haben wir gehabt. So, warte mal. Und das Coole ist, wir können jetzt dekorieren, während was denn eigentlich? Wir können dekorieren während... Ich weiß es nicht mehr. Kann man die Wand außen auch dekorieren? Oh, wie geil. Aber okay, das wollen wir nicht außen. So Regale dran machen, das ist scheiße. So, aber jetzt, ich würde ganz gerne mal wissen, echt, welche Slots sind denn wo? Hey, was fehlt uns jetzt noch? Ach, die Stöcke.
Ich will die aber nicht hier haben. Kriege ich das zurück, wenn ich das jetzt ändere? Jetzt ist die Frage, ist das Haken 1, Haken 2, Haken 3, Haken 4, Haken 5? Dann müssen wir auf Haken 5 eigentlich, oder? Warte mal. Habe ich jetzt die Rohstoffe zurückbekommen? Ach du Scheiße. Es gab Slime gar nicht zurück. Ach du Kacke. 1, 2, 3. Woher weiß ich denn, welche Position das ist? Wie viele Positionen gibt es denn hier? Boah, das ist schwierig jetzt. Boah, das dürfen wir nicht machen, Leute. Naja gut, wir probieren es noch einmal. Wir dürfen es nicht machen. Okay, wir probieren es noch einmal. Warte mal, Map, zweiter Tag. Wir können nochmal schlafen. Komm, bei Tag geht es besser. Boah, ich habe Angst davor, Leute. Ich habe Angst, dass was zu essen, mein Schatz. Danke. Danke, goodbye. Danke. Gebratenes Fleisch. Boah. Nach was geht das? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das hier Bereich 1, Bereich 2 oder was? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir der letzten Haken ist dann da hinten vielleicht. Wir probieren es. Wir müssen es eigentlich in der Mitte ausprobieren. Okay. Sind das hier die Reihen oder was? 1, 2, 3. Boah, ich will das. Boah. Die 3. Hier ganz ehrlich, ich sag mal, im Notfall lassen wir das sogar so. Dann hängen die rechts und links und beleuchten den Raum. Dann können wir hier ein Regal hinmachen. Ist okay. Guck mal, so ein großes Regal. Hakenregal nicht, oder? Kleines auch nicht. Da können wir bestimmt dann Sachen so reinstellen, indem man die oben drauf macht, dann so. Warte, wir können es mal probieren mit den Tränken. So, wo sind die Tränke? Ablegen. Halt, wo sind die hingeflogen? Okay. So, kriegen wir das irgendwie auch hin, dass es dann steht, die Flasche? Wie kriegen wir das denn hin, dass die steht? Müssen wir die anders droppen? Warte mal. Vielleicht. Wenn wir es in die Hand nehmen und dann fallen lassen. Das geht nicht. So. Na, Junge. Guck mal. Oh nein, der ist umgefallen. Warum denn? Naja, liegt ein bisschen was oben im Regal halt, ja. Müssen wir bei Gelegenheit mal gucken, dass wir das hinstellen. So, was brauchen wir denn noch? Die Kerze über dem Bett ist eigentlich... Ja doch, man kann die Hauptbeleuchtung ausmachen und macht dann die romantische Kerze da an. Ist okay. Krass, geht das schon wieder zu, das Fenster. Das haben wir doch gar nicht zugemacht, oder? So, jetzt hätte ich überlegt gehabt, jetzt haben wir unseren Korb hier. Schaut mal. Wir können mal hingehen, so die Bettdecke nehmen und dann hier in den Korb reinlegen. Bettdecke... Oder so aufs Bett hier drauflegen, ist auch cool. Oder in den Korb halt rein, warte mal. Vielleicht die irgendwie. Ich glaube, wir legen die echt aufs Bett drauf, ne? Aufs Gästebett vielleicht. Das ist doch cool auf jeden Fall. Und ich würde gerne mal wissen, kann man Kleidung da dran hängen, warte mal. Das wär, ja, ich glaube nicht, dass es geht, aber das wäre mal richtig geil, dass man da eine Hose dran hängen würde oder so. Rasimirs Hose, wo ist er? Kniehose. Ja, wir könnten die aber vielleicht so oben drauf aufs Regal legen, ne? Ah ja, gut, das ist nicht so geil. Vielleicht. Nee. Nee, nee, alles nicht so doll. Komm, in die Kiste rein damit. Versuch war's wert. Rasimirs Kniehose. Rüber.
Okay. Fehlt hier drin noch Deko? Ich würde ganz gerne noch so ein Himmerli bauen. Warte mal. Und zwar Haken, pass mal auf. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, was das für eine Logik ist. 1 und 2 sind die erste Reihe. Und das sind die, ja, okay. Das heißt, wir können aber nichts in die Mitte machen, sondern wir könnten uns so ein Himmerli übers Bett hängen. Was kostet denn so ein Himmerli? Der Himmerli-Slot müsste dann quasi der hier sein. Blumen, Strohkranz? Ne, mit Blumen, oder? Boah, das braucht ja. Ach du Scheiße, ist das Ding teuer, guck mal. Das heißt, wir können es auch gleich gar nicht sehen. Und es kostet auch voll viel Leingarn. Ein günstiges aus Stroh. Ja, also was nachher hier so richtig geil ist, oder? Leingarn ist halt. Das ist halt übelst teuer alles. Aber ist doch schon mal gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Deko gemacht. Da die Haken. Wir können hier an die Wand noch was machen zum Kochen. Eine Hakenleiste, da könnte man irgendwo Essen dranhängen zum Trocknen oder sowas. Doppelte Hakenleiste. Brauchen noch einen Stamm. Also kein Problem. Doppelte Hakenleiste, das ist dann wieder drüben. Da kann man vielleicht irgendwas dann dranhängen zum Dekorieren. Oder vielleicht geht das erst später erst. Dann hier für unseren Sohn noch ein kleines Regal an die Wand, oder? Ja. Und jetzt ist es schon ganz angenehm, finde ich. Wie findet ihr es? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, wir sind überladen wegen den Brettern. Pass auf, die legen wir uns jetzt mal vors Haus. Die brauchen wir eh immer mal wieder. Ja, ja, genau, ein einzelnes. Guck mal, wenn es ein einzelnes ist, dann kann man es ergreifen. Wenn es ein Stapel ist, geht es nicht. Das heißt, man kann dann hier ein bisschen Einfluss drauf nehmen, wenn man mal Sachen zum Dekorieren hinschmeißen will. Weil krass, wir sind hier, ja. Hier. Yeah. So, Stall. Thema Stall. Wie viel sind wir denn überladen? Warte mal. Eisenbarren auch für schlechte Zeiten hier rein. So. Nicht genug Platz am Zielort. Das heißt, er hat einen Teil reingemacht und einen hat er behalten. Okay. Jetzt gibt es folgende Option für den Stall. Also für den Fersch. Wir könnten hingehen. Wir könnten ferschmäßig gut hier draußen. Wenn wir hier. Hier sind ja die Tiere, ja. Wenn wir jetzt hier hingehen würden und einzäunen das Ganze, die Bäume wegmachen, die hier sind, und ein Ferschchen machen, wäre ganz cool. Aber es wäre natürlich auch geil, wenn das Ganze bei uns innerhalb des Dorfes wäre. Da oben, wo die Windmühle eventuell hinkäme. Weil dann ist es zumindest nicht mehr ganz so kahl hier oben. Und warte mal. Fersch. Ach, guck mal. Oh, das ist ja auch geil, oder? Wie würde den das denn finden? Wenn der hier so über Eck ist oder so. Auch richtig geil, oder? Anstatt, warum richten wir mal alles so gerade aus? Ich meine, hier passt der auch super hin. Da ist die Treppe nicht ganz so hoch, aber hier, warte mal. Das Problem ist, ja, wenn jetzt hier der Weg hier reingeht, ein Zaun, dann es ist ein ziemlich kleines Gebiet dann für den Fersch. Guck mal. Und hier könnten wir weiter nach hinten. Ja, ich glaube, wir richten das doch hier oben nach dem. Wäre cool, wenn der Eingang hier oben weiter links gewesen wäre. Ich meine, klar, natürlich können wir hingehen. Wir können die Bauhütte eins nach links machen. Wir können die Wand hier einreißen, hier eine Wand hin. Nee, machen wir natürlich nicht. Aber passt mal auf, zerstören. Oh, jetzt haben wir. Scheiße, jetzt haben wir nicht genug Stämme, gell, für den Fersch, oder? War ja klar gewesen. Oh. Jo. Lagerhaus, du bist wichtig. Lagerhaus, was du machst, machst du richtig. Wir finden bei dir die Stämme. Auf alle Fälle Holzstämme. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Wir können tragen 30 Kilo. Ja, komm, so. Okay, und jetzt nochmal. Jetzt haben wir 18. Jetzt können wir mehrfach probieren. Jetzt können wir ein bisschen experimentieren. Was ist denn, wenn er hier der Fersch wäre? Ich will ihn hier eigentlich nicht haben. Mal gucken. Oh, dann wäre der Eingang nicht so hoch von der Treppe für die Tiere. Von der Treppe. Als ob die hier eine Treppe laufen müssen. Nee, nee. Okay, warte mal. Boah, ich finde gerade
mich überhaupt nicht mehr zurecht, so räume. Wir müssten hier oben an diese Wand hier. So. Wie passt denn das jetzt? Das ist halt blöd, hier kann man das stacken. Wir könnten es natürlich hier zumachen, indem wir einen Zaun hinmachen. So, warte mal. Wenn wir jetzt von hier aus einen Zaun hätten, da ist es schon angenehmer für die Tiere. Die können dann hier neben sich so ein bisschen in Schatten. Wir machen denen ein recht großes Gehege, oder? Dass wir dann hier so einen Zaun nebenhin machen. Ich denke, damit könnte man leben. Ist nur die Frage, wollen wir es drehen, dass es gegen die Wand hinten ausgerichtet ist? Fersch. Besser? Ja doch, oder? Ja, man kommt nicht mehr rein. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal auf Gebäude. Keine Ahnung, ob ich jetzt nur einen Schlag mache, weil ich einfach faul bin. Weil wir brauchen was zu essen, Leute, gell? Sollten wir uns auch mal gleich drum kümmern. Boah, ich freue mich schon auf den Fersch. Dann holen wir uns zwei Schafe. Holen noch einen Tierzüchter und dann sollten wir, wenn das andere Feld hinten abgeerntet ist, sollten wir mal wirklich darauf achten, dass wir ein bisschen in Richtung Dings gehen. Richtung Dings heißt, dass wir mehr auf Viehfutter gehen. Wir müssen nochmal schauen, was wir für Viehfutter brauchen und gegebenenfalls die Produktion dann einstellen, dass wir gar nicht mehr so viel in die normale Produktion von, weiß nicht, vielleicht irgend so ein Zwischenprodukt oder sowas uns dann sparen können. Ja, so, das machen wir jetzt noch fertig hier. Also soweit uns die Stöcke das ermöglichen. Wir müssen nämlich jetzt aus dem Lager noch Material holen. Und ich glaube, wir holen sogar sowieso noch sehr viele Stöcke, weil wir dann hingehen und was auch geil wäre, ich überlege gerade, was ist denn, wenn wir hingehen? Okay, das ist alles Stroh und Holzstämme. Okay, Stroh und Holzstämme, auf jeden Fall, auf alle Fälle. Aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Von daher sage ich mal wieder an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Onkel Bogi. Ciao.